Wir wollten eh zurück und Körperexperte will ich jetzt noch werden. Gab's es in der Stadt? Ich meine schon, ne? Hatte ich doch vorhin gesehen, dass es in der Stadt war. Körper. Ich glaube schon. Auch nicht. Jäger. Ausbilder, das ist er doch. Sei gegrüßt! 50% Bonus auf alle Erfahrungspunkte. Verlangt 7% eures Goldes. Und 700 Goldstück. Oh, ich will jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal Körper noch lernen und Psyche wiederbeleben. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. 450. Alter. Vorsicht! Auf euren Wegen. Das war scheiße. Das hätte ich vermeiden können, wenn ich gespeichert hätte. Da muss ich echt mal dran denken. Viel mehr dran denken muss ich daran. So, wo gibt's denn jetzt Körper? Experte. Müsste es doch hier eigentlich geben, wenn ich mich nicht geirrt habe. Das habe ich doch irgendwo gesehen. Streitkolben. Ich kann mir auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Haben wir das doch. Für 1000. Mir fehlt natürlich 100. Ist ja klar. Aber. Ganz nett, aber unnütz. Könnten wir schaffen, ne? So gut wie neu. Könnte man zusammenbekommen. Lederrüstung. Plus 6, plus 10. Kann das übergangsweise R hier bekommen. Ach, die kann R haben. Ganz eine Hufeisen muss ich auch nochmal verwenden irgendwann. Gut. Haben wir das alles? Könnten natürlich dann auch erstmal den mit den Erfahrungen einstellen. Und Körper dann machen, wenn wir genug Geld haben. Damit uns der Ausbilder nämlich nicht wegläuft. Sei gegrüßt! Ich glaube, das mache ich ja. Gut. Wir haben genug Proviant. Leben sieht nicht ganz schlecht aus. Machen wir uns nochmal auf den Weg zurück. Gehe ich erst in die Räuberhöhle oder mache ich erstmal das Gebiet frei? Könnte erstmal das Gebiet frei machen, ne? Hab ich. Vielleicht kriege ich dann irgendwie die Kohle zusammen so. Da ist auf jeden Fall die Räuberhöhle. Und hier müssten jetzt die anderen sein. Wenn ich da Meister bin, ne? Das wird. Das ist da auf jeden Fall gut. Ganz gut. So hält er ja fast gar nicht. Haben noch eine Stunde 33 Heldentum. Okay. Geht die Sonne jetzt gerade auf oder geht sie unter? Auch nicht so wirklich, ne? Na komm.
keinen Schaden nur zugefügt. Könnt ihr den Bogen mal richtig spannen, bitte? Ich hab nicht mal einen wegbekommen. Aber er ist gleich weg. Kann ich nämlich endlich hier hochgehen. Und dann die andere Taktik machen hier. Der Nächste. Schießen und nach hinten laufen. Ich habe auch das Gefühl, dass man dann besser trifft. Wenn die Treffwahrscheinlichkeit dann höher ist. Na, fall um. Ach, stand er nicht gerade irgendwie, dass er noch gar kein Leben mehr hatte? Hab ich mich wohl verguckt. Alter. Gold. 56 Gold. Oh, jetzt noch den anderen Begleiter haben hier, den Verwalter oder wie er heißt. Hoffentlich kommt er jetzt hier nicht gleich uns entgegen. Ist ja scheiße. Pfeilhagel, der kommt schon ganz gut rein, ne? Bin ich eigentlich schon Bogenexperte? Ich glaube, Experte kann man zweimal schießen oder sowas, ne? Überhaupt kein Problem. Das würde ich aber auch sagen. Und ich glaube, da waren noch auch Stärkere mit dabei. Das waren Räuber zum Beispiel schon mal. Nein, nicht abhauen. Der Nächste. Nächste. Aber ja, nicht da hinten runter. Muss ich hier wieder komplett hoch. Ach, Leute. Ach, der kommt irgendwann wieder. Kriegt den schon noch. Läuft noch irgendwas anderes Obdachloses rum. Nicht der Vogel. Der Vogel ist zu stark. Weiß auch nicht, warum der jetzt hier auf einmal feindselig wird. Ist doch sonst immer ein netter. War das? Findet ein Gegenstand deutlich. Nein. Darf mich nur nicht treffen. Geschickt vorübergehend. Oh, nicht zuhauen. Ich glaube auch, dass der schneller bewegen kann, ne? Kann der Vogel mich jetzt mal in Ruhe lassen? Kannst du mal bitte wieder abhauen? Ah, ich glaube, jetzt haut er ab, ne? Ja. Jetzt ist er weg. Können wir den nochmal holen? Ah, der Vogel ist noch da. Das müsste der Vogel noch sein. Ah, ich will nicht woanders hin. Wieder schon hoch. Hoch. Ja. Sehr gut. Hm. 44 langt noch nicht. Für Körper hochmachen. Jetzt will ich mal was versuchen. Wenn der Vogel streiten möchte, dann kriegt er jetzt Streit. Bin ich ganz ehrlich. Komm her.
Wie viel Schaden macht das? Okay, erstmal wieder weglaufen. Bis hier so. Könnte ich aber schaffen. Ganz ehrlich, ich wollte ihn nicht umhauen. Ich hatte Respekt vor solchen Tieren. Ich muss immer mal wieder gleichzeitig zurückgehen. Das vergesse ich immer. Na? Gutes Leben. Nein, nicht hier. Oh, ich dachte, Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Na gut, der hat nicht den richtigen getroffen. Und sie. Ich glaube, hat er sogar getroffen, ne? Hat er sogar getroffen. Und ich acker mir da ordentlich einen ab, um darüber zu kommen. Und er schafft das mal so eben. Na schön. Schön. Spiel speichern, das war gut. Wem soll das denn nützen? Ist ja nichts drinne. Hier ist noch eine Truhe. Auch nicht so wirklich was, ne? Wem soll das denn nützen? Oh, Rüstungsklasse plus 5. Das erhöht einfach nur die Rüstung, oder was heißt Rüstungsklasse? Bringe kann man noch ein paar mehr haben. Ja, hat sie ja auch schon. Damit sie ja nicht drauf geht. Schönen guten Tag. Kampfkunst Großmeister. Seelmarkiemeister. Benjamin der Ausgeglichene. War es Großmeister? Wenn ich erstmal so weit bin, dass alle Großmeister sind in irgendeiner Richtung, ne? Oh. Ausweichen, Großmeister. Ausweichen ist ja mehr so ein Stat oder so eine Fähigkeit für Mönche wahrscheinlich. Kämpfen ohne Waffen. Rüstungsklasse sind 5 Rüstung. Ah, okay, ja gut. Dann ist das so, wie ich mir das gedacht hatte. Wo da unten ist noch einer. Will ich eigentlich nicht ganz runter jetzt, ne? Aber dann hätte ich die 50 Gold wahrscheinlich zusammen. Na komm. Geronimo! Aha. Wenn er jetzt mal nicht so weit weg ist. Komme ich da noch ganz hin? Ja. Dass die Karte zu Ende ist. 42, ja, 63 noch. Hinten auf der Insel ist noch einer. Wie kommen wir da am besten hin? Am besten von hier. Jo. Ah, das ist wieder so ein Falke. Oh. Falken gehen wir jetzt mittlerweile auf den Sack. Vorhin meinten sie doch das friedliche Viecher. Ist das da auch? Sind das auch Falken? Ja. Zu mir sagen sie, das sind friedliche Viecher. Aber jetzt mit Verkaufen und allem müsste ich eigentlich auf 1000 Gold kommen.
Ausbilden mache ich noch nicht. Wegen Tag haben wir denn heute? Kann ich eigentlich von überall in die Arena reisen? Ja, ich muss nur so einen Pferdestall finden, ne? Guten Tag. Danke. Da passt nichts mehr rein. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Er ist immer so negativ eingestellt. Finde ich super. Guten Tag. Die Falken, die greifen, sind in der Stadt, sind die friedlich. Die Wildfalken, die ich auch greifen, sind feindlich. Ah, okay. Gibt also unterschiedliche. Sind zwar stark eigentlich, aber auch nur, wenn sie sich erreichen, ne? Vorher kannst du den ja ganz gut wegmachen. Muss man nur wissen, wo die überall sind. Danke, bis dann. Guten Tag, darf ich helfen? Danke. Jetzt nochmal... Oh, wo ist jetzt nochmal der... der Topas sowas nimmt. Ja, das sind dann nur die Friedlichen, die hier so rumfliegen, okay. Aber wenn ich jetzt einen mitziehen würde oder so von da hinten, dann bleiben sie, glaube ich, aber feindlich, ne? Wäre eigentlich auch cool, wenn sie immer hier so in der Nähe immer friedlich werden. Kann ich euch helfen? Zack, haben wir 1500, das ist doch schon mal gut. Machen wir uns jetzt zum Experten des Körpers. Klingt auch ein bisschen komisch, aber ist wohl so. Der war das. Schön. Da haben wir noch 500 über. Und wir müssen noch immer noch einen Verwalter finden. Ich glaube, so hieß er. Narr. Narr wäre auch ganz cool. Hi. Hi. Na, ein Flöten-Heini wär doch coole Begleiter eigentlich. Jetzt gehe ich aber definitiv in die Räuberhöhle. Jetzt habe ich mich gut vorbereitet. Hey. Oh, und wenn noch mal so ein Falke kommt, dann schieße ich den weg, ey. Falken, die... Den hab ich's jetzt. Haben wir die Truhe schon aufgemacht? Egal, machen wir den erstmal weg da hinten. Oh, scheiße. Der ist schon zu weit weggegangen. Das ist ja nur ein Kratzer. Ich schaff das. Speichert habe ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Sechs Rüstung und sechs Rüstung. Und sie hat, oder er hat 10.
Wenn wir aus der Höhle raus sind, dann will ich auch auf jeden Fall Platte mal lernen. Ich hoffe, bis dahin haben wir auch eine Plattenrüstung. Brauchen wir das ja auch nicht unbedingt lernen. Aber ein Krieger mit Leder sieht irgendwie verkehrt aus, finde ich. Magisches Auge. Heldentum. Was habe ich jetzt drauf? Heldentum oder Segen? Ne, Segen habe ich noch nicht. Na komm raus da hinten. Muss doch nicht verstecken. Mach jetzt die ganze Höhle hier platt. War das schon alles? Diese Höhle sollten wir auch locker schaffen, denke ich. Albern. Wir müssen schnellstens hier raus. Banditenhöhle ist das übrigens, keine Räuberhöhle. Was soll das denn sein? Sagt er. Ich kann auch nicht alles. Oh, da kommen wieder welche. Was sind das jetzt für welche? Dieb. Was für eine Bewegung die machen, so als wenn sie irgendwas suchen würden oder Ausschau halten oder so. Wie viel der aushält. Na komm. Schön. Gauner, war das auch ein Gauner? Nee. Aber du dürft ja eigentlich nicht so viel Schaden machen an mir. Eigentlich nicht, nee. Warum ist denn da auch einer? Hätte mich mal nicht von hinten her angreifen sollen. Hätte ich dich zwar auch nicht an Leben gelassen. Aber vielleicht hätte ich dich ja später umgebracht. 452 Gold. Boah, das war gut. Auch nix. Hab ich jetzt schon alles? Muss doch irgendwo eine Heimtür oder so. Oder ist die Höhle nur so klein? Ah ne, hier. Das ist eine. Manchmal verliert man hier echt den Überblick. Dann gehen wir schnell auf die andere Seite hier hin. Was ist ein Bandit? Machen wir jetzt unsere Steckzauber auf. Und jetzt hier hin. Was war da denn? Das war nur ein Schurke. Das ist auch nur ein Schurke. Ja, das schaffen das wir dann locker. Das tut echt weh! Zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Wieder einer weniger. Das hat doch ganz gut geklappt. Oh, das könnte eine Plattenrüstung sein. Wem soll das denn nützen? So eine Kettenrüstung. 812 Gold. Wem soll das denn nützen? Reaktion. Oh, den finde ich cool. Ich finde, der hat auch ein bisschen Jägeroptik. Robin Hood, bist du es?
Spiel speichern und uns an den Thron versuchen. Nur die Ruhe, ich mach. Klappt noch nicht so gut. Das war der Zwischenspeicher. Nur die Ruhe, ich. Schaffe ich noch nicht. Was wir machen könnten ist. Können ihr ja die Hufeisen geben. Und ihr noch einen Punkt geben oder so vielleicht? Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Wie viel brauchst du denn? Noch ein. Wo waren sie jetzt? Da. So, nasch mal schön die Hufeisen weg. Lecker Hufeisen. Schaffst du das jetzt? Ich hoffe, jetzt schaffst du das. Nur die Ruhe. Es sind sogar noch mehr gestorben. In der linken ist der Questring. Ah, okay. Wie funktioniert denn genau Entschärfen? Die Fähigkeit Entschärfen wird automatisch angewendet, wenn eine Kiste oder Truhe geöffnet wird, die mit einer Falle versehen ist. Eine höhere Fähigkeitswert erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Falle zu entschärfen. Aha, okay, Auswirkungen der Fähigkeit sind verdoppelt. Experte und... Höher kann ich auch schon nicht. Das ist natürlich echt scheiße, dass wir da... kein Dieb haben oder sowas. Das ist unschön. Versuchen wir nochmal, ihr jetzt Resting zu geben. Vielleicht schafft es ja mit 6. Das heißt dann ja so viel wie ein. Wenn wir eine erhöhen, sind das insgesamt 2. Nur die Ruhe, ich mach das. Oh Mann. Nur die Ruhe, ich mach das. Nicht so schön jetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir hier die Truhen öffnen sollen. Könnten natürlich alle nochmal hochheilen. Vielleicht mit vollem Leben. Heil die Penner doch mal voll. Mach ich jetzt mal, ja. Jeder Fitzelleben könnte ja entscheiden, ne? So, versuchen wir das jetzt nochmal. Das war nur ein Kratzer? Aber alles komm, gut. Ich hab mir einen Nagel überlegt. Sie hat sich zwar einen Nagel abgebrochen, aber ich hoffe, sie kann damit leben. Sehr schön. Haben wir den Ring? Die Truhe müssen wir dann ja eh nicht. Schlafen wir jetzt einmal, komm. Nutzen einmal so einen Apfel hier. In der Stadt brauchen die einen nur, ne? Hier brauchen wir immer 2, auch wenn wir vor der Höhle sind, glaube ich. Ja, jetzt sind noch eine Apfel hier. Wo ist das da? Aha. Speichern. Ist da nur ein Kratzer? Aber komm, ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Warum sterben denn jetzt 2 Leute? Das ist doch unschön. Das hat ja auch ein bisschen was mit Glück zu tun, ne? Oh, falscher Speicherstand. Au! Boah, dann sieht das wieder so aus. Ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Sie bricht sich die ganze Zeit den Nagel ab, toll.
Gute ist, sie ist nicht weg. Dann können wir nämlich hochheilen. Ach, guck mal, wenn wir ihren sechsten Sinn nochmal schärfen. Bringt das was für so eine Fallen? Ja, mit Würfelrollen, ne? Ja, ja, genau so. Sechster Sinn, hat der auch Einfluss auf die Fallen? Ganz nett, aber unnütz. Saphir Brief. Den müssen wir uns nochmal durchlesen. Der kann verkauft werden. Weiß ich nicht genau, ob der besser ist. Sechste Sinn betrifft nur Fallen in der Landschaft. Ah, okay. Also mit drauftreten und auslösen. Ist das denn, dass sie dann trotzdem auslöst? Oder dass sie dann weniger Schaden macht? Oder löst sie denn gar nicht erst auf? Aus. So, ich sehe die denn nur die Fallen. Ah, okay. Okay. Auslösen tun sie trotzdem, wenn man drauf tritt. Okay, schade. Dann sind wir jetzt fertig in der Höhle. Die war ja klein. Ich dachte, jetzt sind wir hier ein bisschen drinne. Schon wieder dunkel. Tolle Wurst. Hops, hops, hops. Ah, Rüstung nochmal durchchecken, ob irgendwas rot ist. Da hat er nichts. Alles gut. Ich hätte gedacht, dass da auch eine Rüstung bei kaputt geht. Gold haben wir jetzt auch ganz gut. Ich hätte ja fast gesagt, Platte lernen wir, aber wenn wir keine Platte haben, brauchen wir es ja an sich auch nicht lernen. Kurz was schauen. Regenerationen-Zauberspruch würde ich nämlich schon noch gerne lernen. Mal wieder geschlossen. Nein, das langt doch schon. Eine Stunde noch, ja. Willkommen in der Gilde der Seele. Aber Regeneration war bei Körper, ne? Geteiltes Leben ist auch guter. 2000 Gold nur für geteiltes Leben? Nee, ist Untote verjagen. Das. Ah, 15.000. Das ist dann nämlich schon mal eine andere Hausnummer. Des Geistes. Willkommen in der Gilde des Geistes. Nee, da wollen wir noch nix. Des Körpers. Willkommen in der Körpergilde. Heilen. Schwächen heilen, verletzen. Gift heilen, verletzen. Heilen. Schutz gegen Magie, auch nicht schlecht. Ah, die Quest mit dem Ring müssen wir aber wiederum in der Anfangsstadt abgeben. Weißt du zufälligerweise, man kann hier Kreuzritter werden, ne? Hier vorne. Dafür muss ich einen Drachen besiegen. Schaffe ich den Drachen schon? Schaffe ich den Drachen jetzt schon? Oder ist er auch recht schwer? Geistermagie ist komplett sinnfrei. Okay.
Aber hab da jetzt auch noch keine Fähigkeit entdeckt, wo ich sag, ja, brauch ich. Ist das Jo schon für, dass wir den Drachen schaffen? Ich kann ihn ja auf jeden Fall mitnehmen. Ist etwas leichter als der Smaragdinseldrache, weil mehr Platz in der Höhle ist. Okay, aber er haut auch ordentlich zu, also darf mich wahrscheinlich auch nicht treffen, ne? Ach, da warten wir noch ein bisschen. Ein bisschen können wir ja noch warten. Falschexperte, Meditationsexperte. Wo kann ich denn das noch lernen? Und Schwert muss ich auch noch. Ich muss jetzt noch Schwert lernen. Meditation. Da habe ich alles. Bogen, ganz wichtig. Vier Sachen. Moment. Aber reinlaufen und Face Rollen ist nicht. Ja, ich würde sagen, die machen wir später. Bisschen besser ausgerüstet sind und dann machen wir die bestimmt. Wo kann ich denn Bogen lernen? Kann ich das auch hier lernen? Muss ich mal ganz kurz abchecken. Bogenschwert kann ich mir vorstellen. Meditation weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ausbildung. Meditationsexperte. Nee, kann ich hier nicht werden. Tolle Forest, alle Waffenexperten. Kosten aber 2000. Ah, okay. Ja, im Forest war ich sogar vorhin schon. Ist denn nur da das? Ist hier gar nichts mehr? Hätte ich ja gedacht. Ah, okay. Bakada Desert, da muss ich doch auch sowieso noch hin, oder? Töte Form Trax, den Herzlosen in seiner Höhle in Tatalia. Nee, das machen wir noch nicht. Finde den verschollenen Ort der Meditation in den Zwergen. Zu den Zwergen könnten wir eigentlich jetzt mal hin, finde ich. Welche Gegend ist denn die Zwerge? Ist das die Gegend Tal der Hügelgräber? Und wenn, wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? War das nicht, dass ich hier... Wenn ich hier weiterreise, dass ich da hinkomme? Von Harmondale aus. Ah, okay. Und dann aus der Map rauslaufen. Okay, dann muss ich also wieder zurück. Es ist Freitag. Wenn wir jetzt... Hallo, ihr wollt reisen? Natalia, warum? Ich will doch da gar nicht hin. Unten ist noch ein Schiff, ne? Kann ich das auch zurückbringen? Ah, nicht nach Harmondale. Schwierig, schwierig. Wo geht's hier hin? Auch Tatalia. Könnten ja auch jetzt nochmal schauen, ob wir
Verwalter finden. Haben wir nämlich unsere Gruppe schon mal zusammen, so wie wir die haben, wie ich sie haben will. Was sind da vorne noch? Das ist, glaube ich, auch eine Kanalisation. Na, was soll's noch? Prinz der Diebe, ja. Verwalter macht doch das bei jedes Mal, wenn ich plündere, dass ich mehr Geld dazu bekomme, oder nicht? War das? Der hieß Verwalter, meine ich, ne? Find hier aber keinen. Ich finde hier keinen. Hier, Meister. Hallo. Was bringt er? So, das sind da. Ah, nee, sowas will ich nicht haben. Sowas nicht. Münzner ist, da denke ich, der Beste. 20 mehr Gold findest du auf jeden Fall in Avli. Okay, Avli. Komme ich aber auch gerade nicht hin, ne? Münzner heißt er, also okay. Ahoi! Da! Willkommen an Bord! Da reisen wir noch erstmal dahin. Eigentlich braucht man hier gar nicht speichern, das macht er hier automatisch, ne? Machen wir mal einen Zwischenspeicher. Ahoi! Ahoi! Anker hoch und segel! Oh, da hat er sich ein bisschen versprochen, der gute Alchemist. Elfenkämpfer, Kämpfer, Kämpfer. Alles Kämpfer hier. Krieger, Bürger, Elfenwache. Das ist doch Zaubermeister. Heiler. Hier kann man ansippeln. Seid willkommen. Oh, Zimmer 34. Eieiei, ist teuer. Euer Gold ist bei uns sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz vertraue ich ihm nicht. Bürger, Kartograf, Petträger, Zaubermeister, Speer, Schlosser, Lehrling, Rüstungsschmied, Kundschaftler. Oh. Da ist aber ein Verwalter. Könnt ihr mal gucken. Du sagst 20 mehr Gold. Gucken, was der Verwalter kann. Hallo. Normalerweise bedeutet dies einen Gewinn für meinen Klienten von 10%. Meinst du Münster 20% mehr Gold oder 20 Gold nur? Denk mal, du meinst 20%, ne? Seid gegrüßt. Gibt 20% Bonus auf alles gefundene Gold. 20% Bonus auf alles. Lang 10% an ein Gold, das ihr findet. Dann ist das richtig, okay. Dann feuern wir nämlich jetzt den Typen mit Glück. Den Schornsteinfeger. Hahnen lassen, Hahnsohlen lassen. Wo ist ein cooler Name, war, ne?
seid gegrüßt. Jetzt haben wir Douglas, was nicht ein Brillenproduzent oder so vier von Brillenmarke oder nicht? Und Dara. Können wir hier eigentlich wieder weg, ne? Oder ist hier noch irgendwas? Obwohl, irgendwas kann man hier doch bestimmt lernen. Kann man hier irgendwas Cooles lernen, was ich noch brauche? Und es ist natürlich wieder Dienstag, wieder ein Sonntag verpasst. Douglas ist ein klassisch elfischer Name. Tormeister ist auch ein guter Follower. Was macht ein Tormeister? Stadtportale zaubern. Oh, auch nicht schlecht, ja. Ist auch nicht schlecht. So. Hier können wir noch leeren Speer. Sechster Sinn. Haben wir aber noch nicht so weit, ne? Ne. Stab. Monster erkennen. Axt, Leder, Luftmagie. Wassermagie. Können wir eigentlich nichts. Können wir eigentlich hier wieder weg. Eigentlich. Ein Apfel. Und noch ein. Wo kann man denn hier überall hin? Von hier aus.